Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Nicht wundern, dass wir hier im Pausebildschirm sind, denn sobald ich da rausgehe, wird es gerade laut. Wir müssen zu unserem Bruder und der nächste Abschnitt wird wohl sehr verrückt, was sie da so angekündigt haben. Vor allem, wenn die Naturgesetze wohl nicht mehr in Kraft sind? Fragezeichen. Aber ja, mal schauen, was uns da erwartet. Und es geht länger, als ich dachte. Aber so wie es entwickelt hat, muss ich sagen, ziemlich geil. Also, gehen wir rein und ab zu unserem Bruder. Und von da oben sind wir gekommen. Los geht's. Hol tief Luft. Oh, war das jetzt gerade der Übergang zum neuen Kapitel? Nee, doch nicht. Lukas! Lukas! Kann ja nicht weit weg sein, oder? Lukas! Ich würde sagen, wir gehen hier erstmal weiter. Dreht sich. Konzentration. Erst Hugo finden. Ich würde vielleicht noch Lukas schauen. Hugo, ich bin's. Ich bin am Leben. Ich bin hier. Wo bist du? Ich glaube, wir sind noch. Was ist das? Was Nein, zum... Unmöglich. Oh, der Vogel. Ein Phönix. Hier. Wahnsinn, es ist einfach nichts mehr über von dieser Stadt. Und noch einer. Noch einer? Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Und so wie das vorher gewesen ist... Ich glaube, ich muss mal in die Richtung gehen, in die ihr schaut. Also sprich hier jetzt wieder nach links. Die Phönixe. Sie bedeuteten etwas. Sie zeigten den Weg. Sie führen bestimmt zu ihm. Das ist schon ein wenig surreal. Verliere ich den Verstand? Hugo! Bist du das? Ja, ich würde sagen... Gesetze treten außer Kraft. Ja, halt dich daran fest. Hast du sie hergebracht, Hugo? Nein, du warst das. Hugo! Oh, Gott sei Dank! Wo bist du? Ich bin hier. Ganz nah. Ich sehe dich nicht! Weil du noch zurückblickst. Hier sind nur diese Bitte was? Vögel. Sie zeigen mir den Weg, stimmt's? Wir haben es versucht, Amicia, aber es war eine Lüge. Nicht alles, nicht alles war gelogen. Es war eine Lüge, die den Tod brachte. Die Menschen haben ihn gebracht. Hugo, ich muss dich hier rausholen. Beschreite neue Wege. Die Dinge haben sich verändert, aber nicht deine Gedanken. Ich versuch's ja. Denk nach, Amicia. Er ist hier irgendwo. Ich meine, unterm Strich ist die Makula vielleicht sogar was Gutes. Tu doch was! Tu endlich was! Also ich weiß, sie hat sehr viel Schlechtes gemacht, aber vielleicht sehen wir das alles nur falsch. Neue Wege. Warum folgst du immer noch den Vögeln? Ich bin verloren, Hugo. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieser Ort gehört der Vergangenheit an. Verlasse ihn. Finde deinen Weg. Also muss ich einen Ausgang finden. Also nicht den Vögeln folgen. Wie soll ich denn hier den Ausgang finden?
Ich glaube, ich werde dem Vogel doch noch mal nachgehen. Hier schaut es aber eigentlich ganz gut aus. Bei dem Vogel hier. Wo schaust denn du hin? Nach da vorne. Und der schaut wieder nach rechts. Der wiederum zu dem hier schaut und der schaut noch da vorne. Ich mach's trotzdem. Ich habe einfach sonst keinen Anhaltspunkt hier. Und wenn ich jetzt dann doch im Kreis irgendwie bin, und ich glaube, das bin ich, laufe ich dann einfach mal straight in irgendeine Richtung. Jetzt sind wir wieder hier. Gut, dann laufe ich einfach mal geradeaus. Ja, so ist es richtig. Weiter so. Bist du dir sicher? Was ist mit mir? Ich fühle mich... Du bist verloren und verängstigt. Aber ich bin bei dir. Ich tue, was auch immer nötig ist. Ich will dich sehen. Was zum... Was ist das? Hugo, wo bin ich? Ich weiß, das ist gerade voll der Atmo-Killer, aber das muss ich einfach mal ganz kurz fotografieren. Das sieht ja mal episch aus. Und wieder zurück. Nein. Holy shit. Die auch noch. Nein. Steh auf. Steh auf. Hugo. Oh, bitte. Was zum... Scheiße, ich kann kein Feuer machen. Zurück! Ihr seid alle meine Augen! Ich verbrenne euch alle! Ihr wollt, dass ich weglaufe? Ich hole ihn zurück, hört ihr? Ich hab dich so oft kämpfen sehen. Keine Sorge, ich mach sie fertig! Du gibst immer noch nicht nach, oder? Nein. Entweder sie oder sie! Ich hab keine Wahl! Du hast eine Wahl, doch die macht dir Angst. Es sind zu viele Amis hier. Ist mir egal! Mir aber nicht. Es tut weh, dich so kämpfen zu sehen. Was meinst du? Wie früher. Als jeder Kampf zählte. Was tun sie noch? Jeder einzelne! Scheiße, das schaffe ich nicht. Bleibt weg! Das werden sie nicht. Hör auf, so zäh zu tun. Du kannst noch etwas lernen. Oh, was zum... Kopf fest. Ich weiß, es ist schwierig voranzukommen, wenn man Angst hat. Ist schon in Ordnung. Du schaffst das. Das werde ich. Ich mach's nochmal und werde dazulernen. Aber er meinte... Es muss nochmal funktionieren. Ich muss wieder zurück. Ich soll ja nicht den Vögeln folgen hier. Den Weg raus. Ich muss hier raus. Weg von den Vögeln. Ja, und was ist, wenn ich... Immer geradeaus, dann kommst du ans Ziel. Gut, ich laufe jetzt einfach mal und ignoriere alles. Aber ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Na bitte, es geht doch. Du lernst dazu. Halte durch. Halte durch. Und das gleiche jetzt nochmal. Diese Dinger schon wieder. Dieses Mal machst du es besser.
Ja, und was? Kann er sonst nichts machen? Warum kämpfst du noch? Da kommen immer mehr! Ja, weil du sie brauchst. Du brauchst einen Grund zu kämpfen. Was meinst du damit? Kämpfen bedeutet, dass man gewinnen kann. Aber in Wahrheit ist dieser Kampf vorbei, Amicia. Du musst es akzeptieren. Was? Das ist mir gerade ein bisschen zu hoch. Du hoffst, dass du die Probleme viel früher lösen kannst. Genau wie mit dieser Flamme. Wenn dieser Kampf umsonst ist, wie halte ich ihn auf? Zeig ihnen, dass du es verstehst. Wie? Was verstehe ich? Das du früher nicht getan hättest. Zeig, dass ich es verstehe. Lösch dein altes Ich. Die Flamme. Das bin ich. Was zum... Wow. Cool. Ich wollte gerade die Flamme löschen, aber das Spiel sagt dann wohl, ich crash erstmal. Gut. Ich starte mal kurz neu. Wir sehen uns gleich wieder. Und da bin ich wieder. Ich habe den ganzen Abschnitt leider nochmal neu spielen müssen. Ich habe das Spiel neu gestartet. Und wir sind jetzt wieder bei dem ersten Kampf hier mit diesen Totenschädeln. Und ich versuche jetzt gerade erstmal direkt hier das Feuer zu löschen. Und ich hoffe, das Spiel stürzt dann nicht nochmal ab. Also, probieren wir es. Extinguish. Ich hoffe, das geht. Ich hab's verstanden. Es ist nutzlos. Ich gebe auf. Ich bin es leid zu kämpfen. Bitte, ich muss dich sehen. Ich bin stolz auf dich. Wo bist du? Ich bin hier. Ego, komm. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich auch. Ich hatte so Angst. Aber du hast es geschafft. Kannst du laufen? Ja. Weißt du, wie wir hier rauskommen? Ja, komm. Gehen wir. Verlassen wir diese Hölle. Egal wie. Amicia, ich dachte, du wärst tot. Wirklich. Ich weiß. Ich fühlte mich völlig allein. Also machte ich einen Fehler. Hugo, wir haben alles versucht. Aber das alles ist ein großer Fehler. Viele Menschen sterben gerade. Ich spüre es. Dann halt Und es auf. Das ist bloß der Anfang. Verlassen wir diesen Ort. Wir können es aufhalten. Wir finden Mutters Haus und leben. Wir werden leben. Aber... Wir haben es verdient. Dieser Ort kommt mir vertraut vor. Der Ausgang ist ganz am Ende. Guten Tag. Kann ich etwas für euch tun? Oh nein. Wir kennen uns schon. Hey, was geschieht mit dir? Der Junge! Er hat sie getötet! Tut mir leid. Sie getötet? Was zur Hölle? Was geht hier vor? Sie hat recht. Ich bin das. Wie? Ich sehe keine Ratten. Das ist der Fehler. Das ist, was aus mir geworden ist. Wir müssen hier weg. Komm! Wir müssen es in Ordnung bringen. Wir finden schon eine Lösung. Doch erst müssen wir hier raus. Ja. Gehen wir jetzt nochmal die Vergangenheit durch? Sieh sie dir an. Sind es all die Leute, die gestorben sind? Das war der Markt. Ich mochte diesen Ort. Und die Leute. Du musst es aufhalten. Ich kann nicht. Konzentrier dich. So wie früher. Hast du das schon vergessen? Das ist eine Lüge. Die Makula steckt dahinter. Ich bin jetzt die Makula. Ich. Was? Nein. Du wusstest, es könnte geschehen. Es ist zu spät. Nein. Ich lese zu, dass die Makula mich einnimmt. Das ist das Ergebnis. Ich...
Ich weiß. Tun wir etwas. Wir müssen verhindern, dass mehr Leute sterben. Vielleicht hört es auf, wenn wir gehen. Öko, kann es aufhören? Ich presse sie, Amicia. Nicht nur sie, auch alle anderen. Je mehr sich die Ratten ausbreiten, desto schlimmer. Ist das das Ende? Nicht ganz. Wir haben eine Chance. Eine letzte Chance. Sag schon, ich tue alles. Ich glaube, du weißt es schon. Ich halte Nein. mich auf, um die Makula aufzuhalten. Öko, das kannst du nicht verlangen. Nur du kannst verhindern, dass ich zu einem Monster werde. Du bist kein Monster. Das werde ich aber sein, wenn ich alles töte, was ich liebe. All die schönen Dinge. Nein. Ich verstehe, aber... Bitte, Amicia. Ich versuch's. Nein, lass es bitte nicht das Ende sein. Dass wir unseren Bruder töten müssen. Bitte nicht. Na gut. Was jetzt? Hugo, wo bist du? Wo bist du? Tut mir leid, aber du bist jetzt bereit. Bereit, alles zu retten. Bereit? Wie kann ich dafür bereit sein? Ich weiß, aber ich kann mich nicht selbst aufhalten. Du musst mir helfen. Hugo! Ich liebe dich. Ich war glücklich mit dir. Leb wohl, Amicia. Nein. Ich liebe dich so sehr. Nein, das darf jetzt nicht Aber wahr sein. Wenn du fort bist, bleibt mir nichts anderes mehr. Ich werde allein sein. Ganz allein. Ich glaube, sie zerbricht daran. Bitte. Ich kann nicht. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh nein. Kannst du aufstehen? Ja. Ist er? Ja. Weißt du, was du machen musst? Ja. Aber ich will es nicht tun. Und ich dachte, wir könnten ihn halt irgendwie erlösen. Aber auch wenn wir ihn töten, wie verhindern wir, dass das nochmal passiert? Und ist es wirklich der einzige Weg, den wir haben? Es kann nicht die Lösung sein. Und die Musik macht es nicht viel leichter. Ach, Bruder, Ego. Wenn es für euch okay ist, schweige ich erstmal. Das wird nicht schön. Amicia, wir sind da. Ich weiß.
Nein. Das, nein. Sie enden wirklich so? Wirklich? Wow, nein. Ich weiß nicht, was sagen. Also, vor allem mit dem Aspekt, dass sie gesagt haben, es kommt erstmal kein Teil 3, ist das Ende. Echt nicht das, was ich mir gewünscht hätte. Ich dachte wirklich, er wird halt irgendwie geheilt und es wird dann irgendwie doch besser. Es braucht einen Zusatz. Irgendwie. Das kann es nicht gewesen sein. Wirklich nicht. Ich meine, wir haben jetzt so viel durchgemacht und haben versucht, auch nach Heilung zu suchen oder es irgendwie zu kontrollieren. Und dann ist es in das ausgearbeitet. Aber erscheint die Makula ja schlussendlich ja dann doch verstanden zu haben und mit ihr besser umgehen zu gehen. Also konnte mit ihr besser umgehen. So, Entschuldigung. Nein, das ist für mich kein Abschluss. Auch, ja, also ich suche gerade wirklich nach Worten. Das Ende hier, das war wow, und es ist ziemlich schlimm geworden. Aber auch wie im ersten, ja, doch, wie im ersten Teil, das ist kein Abschluss. Da braucht es irgendwie einen dritten Teil oder zumindest vielleicht so einen kleinen DLC, dass es irgendwie abschließt, weil so will ich die Reihe nicht beenden. Das ist nicht. Na, das passt einfach nicht. Es kann nicht sein, dass wir nach der ganzen Tour von Teil 1, Teil 2, dass wir an dem Punkt jetzt hier enden. Aber overall muss ich sagen, wenn ich es jetzt als weniger von der Story betrachte, A Plague Tale, da kommt noch was. Das Erbe der Familie die Rune. Es wird mit jedem Mal höher. Sophia, du bist gekommen. Natürlich. Ich wollte nicht fehlen. Hey, Vorsicht, ich rieche wie eine Ziege. Willkommen in deinem schönen Reich, Ziege. Wie geht es dir? Bist du bereit? Ich schätze schon. Dann sollten wir keine Zeit verschwenden. Oh, warte. Okay. Wenn du mehr Zeit brauchst, um dich zu verabschieden, sag Bescheid. Ich nehme das zurück nochmal mit dem Ende. Sie ist auf jeden Fall gezeichnet von dem Ganzen, was passiert ist. Und haben es auch zu diesem Haus hier oben hingeschafft, von dem sie geredet haben. Und boah, es ist schön hier. Aber ich glaube, sie kommt damit nach wie vor nicht klar. Vor allem nach der Bindung, was die beiden hier hatten. Ja, dann gehen wir wieder rein ins Spiel. Und warum verabschieden? Abschieden von dem Haus oder schon was gut. Passiert? Gehen wir. Wie du meinst. Ich habe die Pferde oben gelassen. Also,
Was hast du die letzten Monate so gemacht? Spaziergänge, Arbeit am Haus. Ich wollte mich müde machen. Hat's funktioniert? Mir geht's besser. Ja. Gut. Ich habe mir ganz schön Sorgen gemacht. Alles gut, Sophia. Es ist jetzt ein Jahr her. Schon. Und wie läuft das Geschäft? Gut. Ich handle inzwischen mit legalen Dingen. Oh. Wirklich? Wie kommt's? Ich will einfach nur länger leben. Wirklich? Mir ist eine ruhige See lieber als ein Sturm. Apropos, wir legen morgen ab. Gut. Sehr gut. Kommt unser Alchemist mit? Lukas. Oh nein, der ist noch unterwegs. Studiert. Ganz allein. Sie werden so schnell erwachsen. Er brauchte das. Aber meint er nicht, dass wir die Familie sind und dass er bei uns bleibt? Wir sollten uns ein bisschen beeilen. Ich hoffe, es wird noch mal irgendwie schön. Oh, wow. Einmal ganz kurz das anschauen. Einfach schön. Oh, ich will nicht, dass es aufhört. Und? Weißt du schon, wo wir dich absetzen sollen? Noch nicht. Aber ich glaube, ich weiß es, wenn ich die Zeichen sehe. Der Makula? Ja. Sie hinterlässt Spuren auf Dingen und Menschen. Ich glaube, ich kann herausfinden, wo der nächste Träger und die nächste Beschützerin entstehen. Die nächste Plage. Du willst es wirklich tun? So wie Elia uns geholfen hat. Also keine Chance, dass du dich mal ausruhst? Keine. Na gut. Aber, Moment mal. Mal ganz kurz, ne? Wenn es jetzt wieder passiert, wäre da nicht gerade die Lösung, dass dann der Träger gerade umgebracht wird? Weil es im ersten Fall schon nicht gut geendet hat und jetzt auch in unserem Fall nicht gut geendet hat? Also nicht gut geendet im Sinne von, wir haben unseren Bruder getötet und davor sind ganz viele Leute gestorben, wegen der Makula. Es wäre doch eher sinnvoller, dass man irgendwie versucht, die Makula grundsätzlich aufzuhalten. Jetzt mal ganz kurz als mein Senf dazu. Das riecht so gut. Und die Stille. Ja, ich werde es vermissen. Also, ich würde hier bleiben. Sieht echt schön aus hier. Aber ja, wenn es so weitergeht, dann kann ich mir vorstellen, wie der dritte Teil aussehen wird. Mit den neuen Trägern etc. Jungs, das ist Amicia. Seid nett zu ihr. Es ist ein besonderer Tag. Hey. Gibst du mir noch etwas Zeit? Ich muss noch was erledigen. Lass dir alle Zeit der Welt. Mein Rücken freut sich über diese Pause. Zieht ein Sturm auf? Ich denke, der Sturm ist schon da. Wird nicht lange dauern. Was genau hast du da gesehen? Es wird schon alles gut. Warum bist du da raus? Hä? Also, kleiner Moment für die Grafik, ne? Das sieht halt aus wie in echt. Gigantisch. Das könnte in der Schweiz sein. Das Meer wird im Vergleich dazu so flach aussehen. Ja, allerdings. Wahnsinn. Also wirklich Props.
an den Entwickler. Komm schon, du schaffst das. Gestaltung ist einfach der Wahnsinn. Und krass, was mit der heutigen Technik alles so geht. Das ist echt heftig. Ich bin's. Ich komme rein. Wieso sagst du das? Ist das Grab? Hey. Die sind zum ersten Mal hier. Ich weiß, du hast immer schnell Freunde gefunden. Ich wusste nicht, ob ich bereit bin, aber Sophia ist hier. Verzeih mir. Wieso ist das so schwer? Wir haben nie aufgegeben, was? Hielten Stand. Möge diese Erde nie vergessen, wie sehr du sie geliebt hast. Was du aufgeben musstest, alles um sie zu beschützen. Ich erinnere mich. Ich werde nicht vergessen lassen.